was ich nicht bin. Ich bin kein Spielverderber. Ich bin kein Kostverächter. Ich bin kein Kind von Traurigkeit. Was ich erstens, zweitens und drittens nicht bin. Ich bin erstens kein Träumer, zweitens kein Einsiedler und drittens kein Bewohner des Elfenbeinturms. Und was ich weiter nicht bin, ich bin kein Stimmvieh. Was ich leider nicht bin, ich bin leider kein Held, ich bin leider kein Millionär. Und was ich Gott sei Dank nicht bin, ich bin Gott sei Dank kein Automat. Ich bin Gott sei Dank keiner, mit dem man machen kann, was man will. Und was ich schließlich nicht bin, ich bin schließlich kein Hampelmann. Ich bin schließlich kein Irrenwärter. Ich bin schließlich kein Müllabladeplatz. Ich bin schließlich kein Wohltätigkeitsverein. Ich bin schließlich kein Seelentröster. Ich bin schließlich keine Kreditanstalt, bin schließlich kein Fußabstreicher. Und ich bin schließlich kein Auskunftsbüro. Was ich zwar nicht bin, aber auch nicht bin. Ich bin zwar kein Feigling, aber auch kein Lebensmüder. Ich bin zwar kein Verächter des Fortschritts, aber auch kein Anbeter alles Neuen. Ich bin zwar kein Militarist, aber auch kein Verfechter eines faulen Friedens. Ich bin zwar kein Anhänger von Gewalt, aber auch kein Prügelknabe. Ich bin zwar kein Schwarzseher, aber auch kein blauäugiger Utopist. Was ich weder noch bin, ich bin weder ein Nationalist noch ein Gleichmacher. Ich bin weder ein Anbeter der Diktatur noch ein Verteidiger einer falsch verstandenen Demokratie. Was ich nicht habe, ich habe nicht die Lust, die Nase in die Angelegenheiten anderer Menschen zu stecken. Was ich nicht will, ich will kein Aufsehen. Was ich nicht will, aber ich will ja nicht sagen, dass hier alles in Ordnung ist, aber was ich nicht will, aber auch nicht will. Ich will nicht alle Vorzüge aufzählen von mir, aber ich will auch nicht auf falsche Weise bescheiden sein. Was ich nicht möchte, ich möchte nicht den ersten Stein werfen. Was ich möchte, dass wir uns vertragen. Was ich will, ich will immer das Beste für euch. Was ich gewollt habe, ich habe früher ähnliche Ansichten gehabt. Was ich habe eigene Probleme. Was ich bin dafür. Was ich auch noch bin, ich bin ja auch noch da. Was ich auch manchmal bin, aber dann wieder, ich bin auch manchmal der Ansicht, dass es so nicht weitergeht, aber dann wieder. Ein schmaler, hochgewachsener, etwas blasser, filigraner Mensch im dunklen Anzug mit langen, schwarzen, schönen Haaren. So hatte ich mir immer vorgestellt, müsste Jesus ausgesehen haben, als er auf Jerusalem geschaut hat und überlegt hat, ob er da überhaupt mitmachen soll, ob er da überhaupt hinuntergehen soll in dieses Wespennest. Die Publikumsbeschimpfung! Ja, Publikumsbeschimpfung in Jerusalem? Nein, das hat mich irritiert. Ich war ja angetreten, das Publikum zu umarmen. So kurz, dachte ich damals. Aber du,
Du warst ja, ich fand das jedenfalls so und denkst auch immer wieder und bis heute, ein früher Vollendeter. Damals in der Kantine des Düsseldorfer Schauspielhauses. Ich musste auch sofort daran denken, als wir uns vor ein paar Jahren hier in Wien wieder getroffen haben. Wir waren verabredet, aber das Treffen war überraschend. Das war überraschend, und zwar vorm Café Raimund. Du mit Schirm, ich ohne. Ich habe gemerkt, dass wir älter geworden sind. Das hat mich gefreut. Wir haben dann lange geredet und gut gegessen. Aber viel, viel besser war das Essen später bei dir in Chaville mit Fleisch und selbst gesammelten Pilzen und Rotwein. Unauslöschlich ist mir das Bild deiner Mutter beim Bügeln, so wie du es in Wunschloses Unglück beschreibst. Das ist mir beim ersten Lesen ans Herz gegangen und hat sich fest eingebrannt. Die Resonanz dauert bis heute an. Ich weiß, dass es vielen so geht. So, und jetzt stehe ich hier. Und wir kennen uns kaum. Ja, wir haben uns ganz, ganz selten begegnet. Aber ich weiß viel von dir, glaube es zu wissen, bild mir eines zu wissen. Wodurch? Durch viele große und kleine Buchstaben, durch eine Fülle von Texten. Selbstbezichtigung, Weissagung, Kasper, das Mündel will Vormund sein, der Ritt über den Bodensee. Hilfe, Rufe, Gottliebet, die Unvernünftigen sterben aus. Über die Dörfer, das Spiel vom Fragen oder die Reise zum sonoren Land. Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten. Zurüstungen für die Unsterblichkeit, die Fahrt im Einbaum. Oder das Stück zum Film vom Krieg, Untertagsblues, Spuren der Verirrten, bis dass der Tag euch scheidet oder eine Frage des Lichts. Noch immer Sturm, die schönen Tage von Aranjuez, die Unschuldigen, ich und die Unbekannte am Rand der Landstraße. Mehr mag ich jetzt auch gar nicht zu sagen. Oft ersäuft man ja bei solchen Gelegenheiten wie heute Abend sich in Vergleichen. Ich möchte nur vermeiden, die in diese Falle zu treten, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Du bist im wahrsten Sinne des Wortes ein Unvergleichlicher. Und manchmal sind deine Texte einfach zu groß für das Theater. Aber von Dauer, ich gratuliere. Peter Handke. Sind Sie nach Hause mit Ihrer Betroffenheit? Stecken Sie sich den in den Arsch. Beim Schreiben ist es sehr wichtig, falsch anzufangen und dann richtig aufzuhören. Man muss viel falsch machen, um wirklich zu einem richtigen Ende zu kommen. Das ist so meine Erfahrung gewesen. Hier wird keine Handlung wiederholt, die schon geschehen ist. Hier spielt die Zeit keine Rolle. Wir spielen keine Handlung, also spielen wir auch keine Zeit. Hier ist die Zeit
wirklich, indem sie von einem Wort zum anderen vergeht. Die Welt antwortet durch das Schreiben. Also wenn die Sätze halbwegs treu und zugleich schwungvoll sind und bildhaft sind und rhythmisch sind, antwortet danach, wenn ich auf der Straße gehe, jeder Rinnstein. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today. Das Poetische ist ja das Weltumfassende und da treffen wir uns alle. Du monologisierst von Anfang an allein mit dir selber. Wenn wir von dir dabei wenigstens eine klare Meinung zu hören bekämen. Nein, du sprichst aus dem Wind, in den Wind und durch den Wind. Ich möchte nicht verstanden werden, nicht begriffen werden, ich möchte, dass der andere sich selber begreift. Zum ersten Mal in unserem Leben, in unserer Geschichte, werden wir frei sein, Eltern. Frei, vor allem unsere Sprache zu sprechen. Eine einzige Gedichtzeile im Leben kann einen Menschen wecken für alle Zeit. Das ist es, edlen Seelen vorzufühlen. Das heißt schreiben, heißt erzählen, dichten. Da habt ihr kostbare Sendezeit verklatscht. Für nichts und wieder nichts. Bei vielen Autoren steht in den Büchern eine Klappen, hintere Klappe, Träger zahlreicher Preise. Manchmal wünscht man sich, dass bei einem steht, Träger überhaupt keines Preises auf der letzten Klappe. Und da sind wir beim Lebenswerk. Noch dazu als Dramatiker, wo ich das Wort Dramatiker auf mich nie, wo ich immer bei dem Hauptwort Dramatiker, Berufsbezeichnung, eigentlich einen Schritt zur Seite treten wollte. Und noch schlimmer ist auf Englisch, wenn das steht Playwright. Ich weiß zwar nicht, woher kommt das etymologisch, Playwright. Kann mir das jemand erklären? Später vielleicht. Und dann hoffe ich, dass ihr Brandauers Rezitation von Was ich bin und nicht bin, nicht missverstanden habt. Das sind alles Zitate. Das ist eine Montage, Collage von wie Leute reden. Und das hat mit meinem Ich vielleicht ganz auch was zu tun, aber eigentlich überhaupt nichts. Das mein Ich spricht nicht in Ich-Form.
manchmal schon. Und ja, als Ibsen in mein Alter hatte, so ungefähr 76, hat er verlautbart, er hätte noch einige Pfeiler im Köcher. Und ich habe dann gedacht, zur Strafe hat er dann seine tödliche Krankheit ein paar Monate später bekommen und die Pfeiler sind dann stecken geblieben im Köcher. Und deswegen würde ich vermeiden, zu sagen, dass ich noch irgendwelche Pfeile, ich habe nie einen Pfeil im Köcher gehabt. Einen Köcher hätte ich schon ganz gern, aber ich würde den mit Wein füllen, um den daraus zu trinken. Und ich würde aber doch sagen, ich sage es, dass ich, auch in der Angst, dass es dann zu nichts kommen wird, ich habe was zu geben. Das war eigentlich meine Grundhaltung im Leben, etwas zu geben mit dem, was ich tue. Nichts anderes als zu geben, ob das mit Pfeiler oder Köcher zu tun hat, sei jetzt dahingestellt. Und ich hoffe, dass mich keine Strafe von irgendwo, von unten oder oben trifft, dafür, dass ich, was ich gerade gesagt habe. Es gab vor vielleicht 10, 15 Jahren die Inszenierung am Akademietheater von Friederike, wie heißt sie? Heller, von den Spuren der Verirrten mit dem Philipp Hochmeier. Das war, ich war im Zuschauerraum einer der Vorstellungen und den Leuten scheint es wirklich, die Leute scheinen mitgegangen zu sein. Aber danach, als das zu Ende war, alle waren froh, so ging es auf mich über. Vielleicht nicht alle, aber doch viele. Ne? Und dann eine Frau, die neben mir saß, eine ältere Dame, die besonders viel gelacht hat und hat dann gesehen, dass ich lebe. Das gibt einen Autor. Und ich habe gespürt, dass sie erschrocken ist, dass es lebende Autoren gibt. Und das war ihr überhaupt nicht recht und ich habe dann auch ich habe im Geist dann einige Schritte rückwärts gemacht, was übrigens für die Gesundheit gut sein soll, dass man rückwärts gehen soll. Mein Vorschlag ist, dass man eine olympische Disziplin im Rückwärtsgehen und Laufen einführt, statt im Vorwärtslaufen. Ja, so, dass die Autoren, ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich war vor vielleicht 2 Wochen zum ersten Mal in der Comédie Française im Theater als Zuschauer. Es gab ein Stück von Goldoni, La Locandiera. Das ist so wie die Herbergswirtin, wie soll man das übersetzen? Und es war ein Abend, wie man es vielleicht nur im Theater erlebt, dass es ging nur um Sprache, um Sprechen und natürlich auch um Körper. Und Konfrontation, aber ohne Aktionismus oder ohne, alles was Körper war im Hintergrund und dadurch waren die Körper oder Körperseelen oder Seelenkörper besonders spürbar. Es war Sprache, es waren Sätze, es war Rhythmus, war Melodie und war vor allem, weil es Theater war, war es Konfrontation. Es war eine sehr schöne, natürliche und zugleich mathematische Konfrontation, die vielleicht Goldoni zu verdanken ist. Und dann dachte ich, im Nachhinein habe ich gedacht, das war etwas, was man nur im Theater erlebt und überhaupt nicht im Film und überhaupt nicht in einer Performance, dass man einer Geschichte, einer Erzählung jetzt in dem Moment, diese anderthalb oder zwei oder zweieinhalb Stunden mitgegangen ist und zugleich nicht nur, weil es die Comédie Française war, sehr ziemlich ähnlich wie die Köpfe, die Leute, wie sie reagiert haben, wie hier, sondern es ging über die Jahrhunderte. Mein Gefühl war, meine Gewissheit war, dass dies, was da vor 2 Wochen geschehen ist, vor 500 Jahren oder 400 Jahren, 300 Jahren, zur Zeit von Molière, genauso mit dem Publikum passiert ist wie jetzt. Und sowas, diese Einheit von, wirklich die Einheit von Zeit, Ort, Zeiten, Orten und Handlung gibt es nur am Theater. Und ich würde mir auch wünschen, dass das Theater sich
darauf besinnt, was es eigen ist und nicht mit Fremdmitteln, nicht mit Kino, Video, Musikmitteln. Die kann man ruhig einsetzen im Moment, aber dass man vertraut auf Sprache, auf Konfrontation, auf Rhythmus, auf Gegeneinander, auf Akzentuieren und dass das nicht nur passiert mit einem Klassiker wie Carlo Goldoni, sondern dass das, was da erlebt wird, diese Einheit der Zuschauer von jetzt und von Jahrhunderten vorher und vielleicht so Gott oder wer auch immer will, Jahrhunderte später, dass es dies auch passiert mit Autoren von heute. Dankeschön. Fantastisch.